Herzlich willkommen! Heute nochmal aus der Kantorenwohnung der Erlöserkirche Bad Homburg. Ich hatte ja mal einen Podcast gedreht, wo ich das wunderbar bemalte Cembalo gezeigt hatte. Um das geht es heute jetzt aber nicht, sondern in dem Fuhrpark der Erlöserkirche Bad Homburg, also Dorotheenstraße 1 und Dorotheenstraße 3. Fehlt ein letztes Instrument eigentlich noch, nämlich der dritte Flügel im Bunde, meiner hier. Ist nicht ganz so gut wie die beiden Flügel in der Erlöserkirche, aber ich dachte, so der Vollständigkeit halber soll der heute auch mal spielen dürfen. auch der Vollständigkeit halber dachte ich, Brahms ungarische Tänze wäre nochmal ganz gut. Ich hatte am 20.04. ja einen norwegischen Tanz von Edvard Grieg gespielt in einer Orgelfassung. Dann hatten wir am 4.05. über die slawischen Tänze von Dvorak geredet und auch einen vorgestellt. Und bei beiden Podcasts war dann immer von Brahms ungarischen Tänzen auch die Rede, bei der Entstehungsgeschichte und so weiter. Und dann dachte ich, wäre das ganz schön, das jetzt einfach auch nochmal hier zu zeigen. Meine Duopartnerin ist wieder Birgit Bach-Ernst. Vielen Dank, liebe Birgit. Und wir spielen aus der zweiten Serie der ungarischen Tänze von Johannes Brahms, die gar nicht so bekannt ist, wie ich jetzt feststellen musste. Bevor wir sie nicht gespielt haben, geübt haben, so vor 5 Jahren das erste Mal gespielt haben oder so, kannte ich sie ehrlich gesagt auch nicht. Man kennt immer die erste Serie. Bei YouTube habe ich gar keine Aufnahmen jetzt da gefunden von der Klavierfassung. Die Orchesterfassung ist dann auch nochmal eher bekannt. Aber das fand ich doch bemerkenswert und dann dachte ich, vielleicht geht es Ihnen ja auch so, dass Sie die gar nicht so gut kennen. Jedenfalls stellen wir sie Ihnen vor. Künstlerisch ist das jetzt heute nicht vielleicht ganz so hochwertig. Wie gesagt, erstens ist der Flügel nicht so ganz toll, er ist eben einfach ein bisschen klein. Grotrian Steinweg. Die Akustik hier im Wohnzimmer ist natürlich einfach ein bisschen. Es klingt ein bisschen wie in der Übezelle in der Hochschule, so ungefähr. Und dann sitze ich so auf dem Stuhl, weil ich natürlich keine Klavierbank habe und so weiter. Ist alles ein bisschen improvisiert, aber jetzt hoffe ich mal einfach, dass Sie das nicht zu sehr stört und Sie trotzdem viel Freude haben. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder an der Orgel natürlich. Tschüss, bis dann!